Stillen bietet keinen Schutz vor einer erneuten Schwangerschaft. Deshalb gilt es, mit anderen Methoden zu verhüten. Die Stillpille ist für viele Frauen das Verhütungsmittel ihrer Wahl. Die Minipille enthält den Wirkstoff Desogestrel, der bedenkenlos während der Stillzeit eingenommen werden darf. Anders bei der Babypille und dem enthaltenen Wirkstoff Östrogen. Östrogen mindert nicht nur die Produktion der Muttermilch, sondern kann auch darin übergehen und dem Baby schaden. Starten dürfen Mamas mit der Einnahme der Stillpille rund 6 Wochen nach der Geburt. Pillenpausen gibt es keine, sie wird durchgehend genommen. Der Empfängnisschutz setzt mit dem ersten Tag der Einnahme ein, wenn sie am ersten Tag des Zyklus genommen wird. Startet man später, gilt der Empfängnisschutz erst 7 Tage danach. Selbiges gilt, vergisst man eine Pille. Erst 7 Tage nach der vergessenen Pille schützt sie wieder, vorausgesetzt, man setzt die Einnahme kontinuierlich fort. Leider hat auch die Stillpille Nebenwirkungen. Die häufigsten sind Zwischenblutungen, Akne, Stimmungsschwankungen, sexuelle Unlust, Gewichtszunahme und einige mehr.